Neben der Addition mit gleichem Vorzeichen gibt es natürlich die Addition mit verschiedenen Vorzeichen. Also als nächstes die Addition von rationalen Zahlen mit verschiedenen Vorzeichen. Also Betonung, verschiedene Vorzeichen. Auch hier könnten wir uns ganz simple Beispiele als erstes einmal vor Augen führen. Zum Beispiel plus 5 plus, sagen wir mal, minus 3. Ich sage mal, die größten Fehlerquellen beim Rechnen mit rationalen Zahlen haben die meisten, die hier ein paar Probleme haben, in diesem Bereich, bei der Addition mit verschiedenen Vorzeichen. Und deshalb ist es wichtig, dass man hier ganz simpel diese Regel sich einfach fest einprägt und stur danach vorgeht. So, ich will mal das jetzt mit einfachsten Worten versuchen wiederzugeben. Man addiert rationale Zahlen mit verschiedenen Vorzeichen, hier sieht man verschiedene Vorzeichen, indem man vom größeren absoluten Betrag den kleineren subtrahiert. Hier ist offensichtlich der absolute Betrag von plus 5 der größere, den absoluten Betrag 5, absoluter Betrag 3. 5 minus 3 wären also 2. Und dem Ergebnis das Vorzeichen des größeren absoluten Betrages gibt. Von diesen beiden Summanden war das der größere absolute Betrag, der ist positiv. Also habe ich jetzt als Ergebnis plus 2. Ob ich jetzt das Pluszeichen als Vorzeichen mitschreibe oder nicht, ist unerheblich. Ich wiederhole noch einmal. Vom größeren absoluten Betrag den kleineren absoluten Betrag subtrahieren und dem Ergebnis das Vorzeichen des größeren absoluten Betrages geben. Vielleicht formulieren wir das mal. Vom größeren absoluten Betrag den kleineren subtrahieren und dem Ergebnis das Vorzeichen des größeren absoluten Betrages geben. Nochmals unser simples Beispiel, wir kehren es gleich noch etwas um. Man bildet die absoluten Beträge von den beiden Summanden, plus 5, 3, 5 minus 3 wäre also diese Subtraktion, erhalte ich als Ergebnis 2 und da das der größere absolute Betrag ist, erhält das Ergebnis auch dieses Vorzeichen. Würde ich die Aufgabe jetzt mal anders formulieren, meinetwegen minus 5 plus 3, gehe ich genauso vor. Ich bilde die absoluten Beträge von beiden Summanden. Der absolute Betrag von minus 5 ist 5. Der absolute Betrag von plus 3 ist 3. Ich subtrahiere vom größeren den kleineren. 5 minus 3 wären also 2. Und das Ergebnis erhält das Vorzeichen des größeren absoluten Betrages. Und das war bekanntlich hier. Also Ergebnis minus 2. Soweit zu dieser Regel. Vom größeren absoluten Betrag den kleineren subtrahieren und dem Ergebnis das Vorzeichen des größeren absoluten Betrages geben. Vielleicht ist auch jetzt erst einmal richtig wieder im Bewusstsein, welche Rolle dieser absolute Betrag spielt. Er ist also Voraussetzung, um hier fehlerfrei rechnen zu können. Ganz speziell bei der Addition von rationalen Zahlen, sowohl mit gleichen Vorzeichen, als auch hier mit verschiedenen Vorzeichen. Auch hier möchte ich jetzt eine ganze Reihe von Aufgaben
zur Addition von rationalen Zahlen mit verschiedenen Vorzeichen anschreiben. Du beginnst sie zu lösen. Der Zahlencharakter ist sehr einfach gehalten, so dass man sich auf diese Regel konzentrieren kann. Vom größeren Betrag den kleineren subtrahieren und dem Ergebnis das Vorzeichen des größeren Betrages geben. Beispiele. Plus 9 plus in Klammern minus 2 Du hast schon angefangen zu rechnen, einwandfrei. Vielleicht stehen die ersten Lösungen bereits fest. So, du kannst vergleichen. Absolute Beträge bilden. 9, 2, vom größeren den kleineren Betrag subtrahieren. 9 minus 2 wären 7. Und das Ergebnis erhält das Vorzeichen des größeren Betrages. In diesem Fall also plus 7 als Lösung. Absoluter Betrag 2, absoluter Betrag 6, das ist der größere, minus den kleineren. 6 minus 2 wären also 4. Und das Ergebnis erhält das Vorzeichen des größeren Betrages. Lösung 4. Absoluter Betrag 5. Absoluter Betrag 10, vom größeren den kleinen subtrahieren, 5, und das Ergebnis erhält das Vorzeichen des größeren Betrages, also plus 5. Zu schnell? Dann machen wir es langsamer. Absoluter Betrag ist 11, absoluter Betrag ist 4, vom größeren den kleineren Betrag subtrahieren. 11 minus 4 wären 7. Der größere Betrag ist negativ und dieses Vorzeichen erhält das Ergebnis. Lösung minus 7. Absoluter Betrag ist 3. Absoluter Betrag ist 8. Vom größeren den kleineren subtrahieren. 8 minus 3 wären 5 und das Ergebnis erhält das Vorzeichen des größeren Betrages, also minus 5 als Lösung. Diese Aufgabe ist ganz bewusst so gewählt. Absoluter Betrag ist 8, absoluter Betrag ist 8, beides sind gleich, 8 minus 8 ist 0 und hier erübrigt sich ja das Vorzeichen. Soweit mal zu diesen Aufgaben.